Willkommen zu Tag 4 meines Ägyptenurlaubs. Die Freude ist groß, heute geht's nach Serib Kebir zum Tauchen. Serib Kebir ist ein ziemlich geiler Tauchplatz, einer meiner liebsten hier in Marsalam. Und zwar, weil man da schön durch Schluchten durchtauchen kann. Also alle Taucher hintereinander weg. Ja, wirklich Canyons vom Feinsten. Tolle Korallenblöcke, ich freue mich wirklich sehr. Also ich bin richtig heiß drauf. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Frühstück. Danach melde ich mich von der Tauchbasis. Ich bin auf dem Weg zur Tauchbasis. Also heute hoffe ich mir auf jeden Fall ein paar coole Korallenformationen zu sehen. Würde mich echt freuen, vielleicht auch mal das ein oder andere Besondere noch. Was mir immer noch fehlt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ist ein Walhai. Hätte ich super gerne mal. Aber vielleicht auch mal einen kleineren Riffhai oder sowas, fände ich schon cool. Wobei das nicht der Tauchgang dafür ist. Vor 2 Jahren haben wir da, ich glaube, um 1 Minute oder 2 Minuten tatsächlich einen Walhai verpasst. Man startet auf einer Sandfläche, zu der man am Ende auch wieder zurückkommt. Da muss wohl ein Walhai gewesen sein. Wir haben aber nur die ganzen Shaker gehört, die alle am Shaken waren. Und ja, als wir ankamen, war er leider weg. Also ein bisschen Pech gehabt. Das wäre wirklich noch ein Traum von mir, so ein Tier mal zu sehen. Es geht los. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen, Jonas. Also das ist Serib Kebir. Am Anfang läuft man ein bisschen hier, bis man an so einem Canyon ist. Und dann geht es halt rein und taucht dann eine Runde hier. Also so genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Aber wir werden es gleich sehen. Na gut, dass ich in 60. Das ist Serib Kebir, High-End-Tauchbasis und Live Play. Genau. Hier scheint es so zu sein, als wäre in den letzten Tagen relativ viel Regen untergekommen. Ist alles Matsche, ist Fuchs, oder? Schlamm, oder ist es aber kristallklares Wasser. Sieht ein bisschen aus wie in der Karibik hier. Und da drüben tauchen die, die in einer guten Tauchbasis gelandet sind. Die mit Kohle. Mit Kohle. Clips. Das war's schon. Das ist ein Video. Das war's schon. Das ist ein Video. Wenn ich auf Aufnahme gedrückt habe, ist ein Video. Da ich zwischen meinen Tauchgängen ja 4 Stunden Pause haben muss und an diesem Tauchplatz 2 Tauchgänge geplant sind, gehen die anderen tauchen, ich gehe schnorcheln. Reusenfische! Das sind doch Reusenfische. Reusenfische sind ziemlich ulkig. Man kann denen von hinten durch die Kiemen gucken. Die machen ihr Maul riesig auf. Ich weiß gar nicht, ob man es so erkennt auf dem Video, aber sehr, sehr coole Fische. Übrigens sieht in einer Wassertiefe von 2 Meter alles ganz, ganz anders aus, als in einer Wassertiefe von 5, 6, 7 oder sogar 10 Metern. Also Schnorcheln lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Mördermuschel. Anemonenfische mit Anemonen. Habe ich schon erwähnt, dass sie unglaublich kuschelig aussieht. In solchen Momenten, wo man schnorcheln geht, muss man sich immer vor Augen halten, was für ein unglaubliches Glück das ist, dass man sowas alles sehen kann. Achtung, giftig. Sehr, sehr schöne Mördermuscheln. Einige LPS auch auf dem Riffdach in schönsten Farben. Egal was man sich vornimmt, es ist eigentlich gar nicht so einfach, die Fische zu filmen. Meistens erwischt man die nur von oben, dann hauen sie wieder ab, zeigen haben die Schwanzflosse. Da muss man schon echt hinterher sein. So, Schnorcheln ist beendet. Kann man echt sagen, lohnt sich total hier, ist total geil. Gerade für Leute, die Korallen lieben oder mögen, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Du hast unheimlich viele Acropora-Arten, gerade Tisch-Acroporen, wunderschöne. Tortillopora, absolut dominante Art hier an Steinkorallen, also in Farben, in Pink, das ist echt unvorstellbar. Ich hoffe, es kommt auf den Videos rüber, wie geil diese Korallen hier aussehen. Was haben wir noch? Viel Hystrix, aber nur die gelben. Keine Pinke gesehen, unheimlich viele Tridacna, also Mördermuscheln in allen Farben, in allen Blau- und Grüntönen. Teilweise auch Pinke dabei, also super geil. Jetzt haben wir noch Hirnkorallen. Was auch auffällig ist, wird oft gesagt, dass es so Monokulturen aus Steinkorallen gibt und wenig Weichkorallen dabei. Das ist hier aber überhaupt nicht der Fall. Man hat immer wieder
große Lithophytons oder andere Weichkorallen, diese Bäumchen zwischen den Steinkorallenstücken. Ganz, ganz schön anzuschauen. Auch viel Millepora. Ich glaube, sie heißt Millepora, diese Feuerkoralle. Kräftige orange Farben mit weißen Spitzen. Super cool. Richtige Gitter, die ins Wasser reingehen. Also fischmäßig sehr, sehr gemischt. Wir haben verschiedene Doktorenarten, viele Borstenzahndoktoren, die sind relativ unscheinbar grau. Wir haben Acanthurus-Arten, so wie den Sohal hier rumschwimmen. Sehr, sehr schön, konnte ich endlich mal wieder welche sehen. Ist einfach ein klasse Fisch, aber einfach auch viel zu groß für Aquarien. Bitte merken, viel Xanthurum, also Rotmeerdoktoren. Auch Diacanthus, Faunkaiser, sehr, sehr schön, in knalligem Gelb, wirklich schön. Nur leider die Sicht heute ein bisschen trüb, ne? Aber ich glaube, es sind trotzdem ein paar schöne Bilder dabei. Jetzt geht's gleich tauchen. 45 Minuten müssen die Jungs an der Oberfläche bleiben, mal eben was trinken, ein bisschen was essen. Und dann gehen wir in die Canyons. Direkt am Strand vorne, Seenadeln, ein Bärchen. Sehr gut getarnt. Hier haben wir Flundern. Die Kollegen können sich fast ganz eingraben, dann sieht man sie eigentlich überhaupt nicht. Echt der Oberhammer. Man taucht die ganze Zeit durch diese Canyons durch, teilweise durch Höhlen, wo man nur Löcher in der Decke hat. Andreas, der mit der Kamera ist, der Robert, macht echt geile Fotos. Ich habe schon mal ein bisschen Platzangst unter Wasser. Das Licht- und Schattenspiel in diesen Höhlen und Canyons ist wirklich atemberaubend. Das, worauf die da leuchten, ist eine fette Languste. Ich glaube, ich habe sie nicht wirklich auf die Kamera gekriegt. In solchen Höhlen kommt in mir drin manchmal der Gedanke auf, dass ich nicht auftauchen kann, wenn ich will. Kann ich eigentlich eh nicht, beziehungsweise sollte man ja nicht machen, einfach hochtauchen, sondern man sollte immer einen Sicherheitsstopp machen. Aber so ein Dach unter Wasser über dem Kopf ist für mich ganz schön befremdlich. Durch das ganze Höhlensystem taucht man ca. 60 Minuten. Zwischendurch ist es immer mal offen, dann geht es wieder in eine Höhle rein, dann wieder eine Schlucht. Das ist sehr interessant. Zwischendurch immer die schönsten Weichkorallen. Supergeile Montipora, hier in Blau. Richtig, richtig große Drückerfische. Schon schön mit dem Sonnenlicht. Ne? Tauchen auf 5 Meter ist relativ schwierig zum Tarieren. Was der Mirko da macht, ist die Froschfortbewegungsweise. Wenn man das so nennt, weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Frosch. Wie alt wohl diese Korallenstücke sein mögen? Thank you.
die Äste sind. Unfassbar. Das Tier besuche ich jetzt seit 4 Jahren. Säulen aus Porites. Robert. Robert. Auch in Höhlen kann man eigentlich sehen, dass die Wände aus toten Korallen bestehen. Die Strömung wird sie etwas rund geschliffen haben, Algen sind drüber gewachsen, was auch immer. Aber man sieht ganz deutlich, es ist einfach aus Riff gewachsen. Fand ich richtig Hammer. Sehr, sehr viele Fahnenbarsche, kleine Chromis, ganz, ganz viele Schwarmfische, die einfach in den Korallenblöcken drin standen und hinterher auch an der Riffwand. Wirklich wunderschöne Korallenformationen mit ganz, ganz tollen Fischen. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich fand halt diesen Kontrast zwischen dieser absoluten Wüste und Einöde und dann im Leben im Meer unglaublich gut. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das verdeutlicht einem auch, was das für ein Land hier eigentlich ist. Ja, also die haben diesen unheimlichen Farbenreichtum, haben diese unheimliche Artenvielfalt im Meer. Aber ja, an Land ist eigentlich alles nur Wüste, trocken und kahl. Ja. Klar, so Anlagen wie diese Hotelanlage hier, die werden halt künstlich am Leben gehalten. Ich will gar nicht wissen, was das an Energie frisst oder an Aufwand frisst, diesen Rasen grün zu halten, weil hier ist ja eigentlich nur Wüste. Ne? Aber alles in allem, glaube ich, ist das immer noch eine gute Sache, weil halt durch solche Anlagen auch die Riffe geschützt werden. Ist halt so, dass wenn Leute tauchen gehen und das Interesse da ist, dass die Riffe schön bleiben, dann wird da auch drauf geachtet, glaube ich. Und das meine ich auch ernst und das rede ich mir nicht schön, sondern in den Tauchbasen ganz klar ersichtlich, die wollen, dass die Riffe schön bleiben und dass es mehr geschützt wird. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Heute Abend wird es einen Night Dive geben. Auch Night Dive, ziemlich geniale Sache. Auf jeden Fall ein Highlight für jeden Taucher, würde ich sagen. Es ist ein bisschen spooky, ins komplett dunkle Wasser zu springen und ja, nur mit dem Schein von der Taschenlampe klarkommen zu müssen. Man sieht sonst wirklich gar nichts. Aber halt sehr interessant. Also nachts das ganze Plankton draußen. Ganz andere Tiere auch im Riff unterwegs als tagsüber. Jeder, der ein Meerwasserquarium hat, wird das kennen, dass einfach nachts ja, die ganzen Würmer, Krebschen rauskommen, die Korallen komplett anders aussehen. Das heißt, die Polypen sind viel weiter draußen, weil die einfach Plankton fangen. Und ja, auch Kampftentakel und Nesselzellen und sowas sind schon mal stärker expandiert, weil einfach ja, Plankton gekeschert wird. Und ja, nachts ist einfach ein ganz anderes Leben. Ne? Ich kann mich daran erinnern, ich war vor 2 Jahren beim Night Dive und da habe ich eine Muräne beim Jagen gesehen. Also wirklich so eine 2 Meter Muräne, gut 25 cm Durchmesser, würde ich sagen. Unter Wasser sieht immer alles größer aus. Aber ich denke, das kommt schon hin, dass so ein Vieh 2 Meter lang wird. Und die mal beim Jagen zu sehen, ja, wie die sich so einen dicken Doktorfisch krallt, das ist schon sehr beeindruckend. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein. Ciao. Tag 5. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, dass schon wieder Tag 5 ist. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Heute geht es wieder zum Tauchen. Wunder, Wunder. Und zwar an einen Tauchspot, der Canyons heißt. Wir waren ja gestern schon in Canyons drin und in Höhlen. Der Tauchplatz hieß Sereb Gebir. Wunder, wunderschön. Also wirklich ganz, ganz toll. Leider sehr, sehr trübe und ein bisschen viel los. Es waren ein paar viele Leute. Man muss da so hintereinander durchtauchen. Und das wird heute wahrscheinlich wieder so sein. Aber auf jeden Fall immer, wirklich immer das Beste draus machen, wenn man tauchen geht. Also ich habe es ja angekündigt, es wird 2 Specials geben und eins davon wird heute passieren. Ich hoffe, ich kriege den einen oder anderen dafür begeistert. Die Jungs sind sehr im Chill-Modus hier teilweise. Ja, ich denke schon, das wird sehr, sehr lustig werden. Ich wollte doch gar nicht. Thank you.
gehört. Wir haben Schleimfische zwischen den Skorpinis, die auch in der Strömung jagen. Tauchgang, ja, super cool. Also richtig gut durch diesen Canyon durchkommen, Sichter, gut, okay. Aber war ja der Einstieg einfach nur, um dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will, ans Riff. War sehr, sehr geil. Tausende Antias, kleine Chromis, schöne Korallen, also wirklich cool. Wirklich schön, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist einfach toll zu sehen, dass hier die Riffe noch wirklich intakt sind. Klar sind immer tote Korallen dazwischen. Wenn sich einer von euch fragt, warum das so ist, das ist ganz normal in der Natur. Auch, dass man eine halbe Koralle weiß ist oder wie auch immer, ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ganz natürlich. So entsteht ja ein Riff. Korallen sterben, neue setzen sich drauf. Ist der ganz normale Lauf hier. Und wie gesagt, ich bin einfach happy und dankbar, dass ich das sehen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt an den Pool bis zum Mittagessen. Sind echt crazy Rutschen, so wie das aussieht. Wir sind gerade dran vorbeigefahren. Also ich glaube, da kann sich jedes deutsche Schwimmbad 23 Scheiben von abschneiden. Sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Junge, Junge. Sehr, sehr geil. Oh, fuck. Oh, Gesicht gebremst, ist auch nicht schlecht. Also die heftigste steht auf jeden Fall noch aus. Und ich habe echt Höhenangst und so. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber ich mach das jetzt einfach mal. Alter, soll ich das jetzt echt machen? Junge, Junge, was ein Monster, ey. Und zack, ist der letzte Tag meines Ägyptenurlaubs.
glaube, es ist fast der heißeste Morgen. Also kommt mir zumindest so vor, ohne Sonnenbrille mal wieder nicht auszuhalten. Heute Nachmittag ist was sehr, sehr Geiles geplant, und zwar eine Quad-Tour. Machen wir jedes Jahr am letzten Tag, weil am letzten Tag darf man auch nicht tauchen. Steht dann auf dem Aquariencomputer No Fly drauf. Das liegt einfach daran, dass noch Stickstoff im Körper sein könnte, und wenn man dann ja, im Flugzeug sitzt, dann könnte der zu Bläschen werden und Probleme im Körper verursachen. Deswegen ist am letzten Tag immer nicht tauchen angesagt. Also, Quad-Tour durch die Wüste, sehr, sehr geile Sache. Es geht zur Quad-Tour. Mal wieder der gleiche Weg wie zur Tauchbasis. Kappe drauf, Sonnenbrille an, ganz wichtig, weil es fliegt halt unheimlich viel Dreck und Staub durch die Gegend, wenn andere Leute vor einem fahren. Ich freue mich, ich habe richtig Bock drauf. Da sind die Quads, da kommt der Martin. Das wird richtig geil.